Gestern haben wir in GTA Online 6 neue Deathmatch-Modis bekommen, die zum Teil zugegebenermaßen etwas merkwürdig sind. Was man da so machen kann und wie diese funktionieren und was der Sinn dahinter ist, ich erkläre es dir im heutigen Video, bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video, Freunde, geht es mal um die 6 neuen Deathmatch-Modis, welche wir am Donnerstag in GTA Online reinbekommen haben. Wir haben sie ja schon am Donnerstag im Stream zusammen getestet. Und jetzt geht es eben darum, sich die mal etwas genauer anzuschauen, weil der ein oder andere Modi, da geht mal rein und denkt sich, hä, was soll ich denn jetzt hier machen und was ist der Sinn von diesem Modus? Und nur zur Orientierung. Insgesamt haben alle 6 Modis noch einmal 3 verschiedene Maps. Das heißt, insgesamt sind am Donnerstag 18 neue Jobs ins Spiel reingekommen. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar einen sehr, sehr krassen Gaming-Browser. Ja, ihr habt richtig gehört, die Sprache ist natürlich von Opera GX. Habe ich euch ja schon mal in einem Video vorgestellt. Und da gibt es jetzt eben ein paar neue, ziemlich coole Features. Erstens, ihr könnt einfach im Browser direkt all eure Social-Media-Kanäle hinterlegen und habt dann alles direkt in einer Übersicht. Zum Beispiel seht ihr, wenn ich live bin und bekommt es im Browser direkt angezeigt. Wenn du im Moment die Hemmschwelle hast zu wechseln, weil du bestimmte Erweiterungen haben möchtest, die du zum Beispiel aus Chrome gewohnt bist, dann ist auch das gar kein Problem, denn es gibt ein Add-on für Opera GX, auch alles sehr einfach zu erreichen, mit dem du alle Add-ons, die du von Chrome gewohnt bist, auch in Opera GX nutzen kannst. Also wirklich sehr, sehr einfach. Und wenn du keine Lust hast, all deine Cookies, deine ganzen Verläufe, deine Lesezeichen und so weiter nochmal neu anzulegen, dann ist auch das gar kein Problem. Denn dank Opera GX kannst du einfach deine ganzen Lesezeichen und was ich eben gerade alles gesagt habe, einfach in Opera GX importieren. Und damit fühlt es sich an, als wärst du nie woanders gewesen. Damit aber nicht genug, denn es gibt von Opera GX auch eine Handy-App und die ist jetzt besser connected mit der PC-Version denn je. Denn mit dem neuen Flow-Feature könnt ihr Notizen, Dateien, Bilder, Videos ohne Probleme und ohne größeres Hackmack vom PC aufs Handy bekommen. Opera GX ist halt einfach ein weitergedachter Gaming-Browser, der im Prinzip genau das erfüllt, was wir als Gamer brauchen und nicht auf 500 verschiedene Programme aufteilen möchten. Probier Opera GX heute noch aus, der Link befindet sich in der Videobeschreibung und schreib mir gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, wir reden nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern start direkt mal rein ins eigentliche Video. Viel Spaß! Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal rein mit dem Modus, der mir persönlich am besten gefallen hat und auch der Community im Stream offensichtlich am besten gefallen hat. Und zwar wäre das Big Shot. Hier haben wir ähnlich wie bei dem Modus eine Kugel zählt, nur eine Waffe, je nach Map, entweder eine Shotgun, eine Pistole oder einen Revolver. Und in dieser Waffe nur einen Schuss. Mit diesem müssen wir jetzt unsere Gegner eliminieren und immer wenn wir einen Kill machen, bekommen wir wieder eine Kugel dazu. Das heißt, wenn ihr daneben schießt, dann müsst ihr anfangen zu boxen. Wenn ihr dann mit Boxen euren Gegner killt, bekommt ihr wieder einen Schuss. Oder ihr killt euren Gegner einfach direkt mit einem Schuss und dann bekommt ihr direkt wieder eine weitere Patrone und ihr könnt zusätzlich auf der Map noch weitere Munition aufsammeln. Ist ein ganz cooler Modus, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Wie fandet ihr ihn? Schreibt's gerne in die Kommentare. Der nächste Modus, der ins Spiel kam, ist Speed Kills. Bei Speed Kills haben wir 2 Teams mit verschiedenen Fähigkeiten. Das eine Team kann sich sehr schnell bewegen und hat eine langsame Waffe, in der Regel eine Shotgun. Und das andere Team kann sich sehr langsam bewegen, hat aber eine Waffe, die sehr schnell feuert, zum Beispiel eine Minigun. Und da geht man eben aufeinander los. Beide Teams haben eben ihre Vorteile. In der Mitte ist Halbzeit. Ist ein ganz cooler Modus, der mir persönlich auch wieder mal sehr gut gefällt. Die beiden Modis waren eigentlich auch so meine persönlichen Highlights, aber es gibt noch ein paar andere, die auch ganz cool sind und damit machen wir auch direkt weiter. Und zwar mit dem Modus Hot Swap und zwar ist das im Prinzip Waffenspiel aus Call of Duty. Alle, ich glaube 30 Sekunden ungefähr, wechselt eben eine Waffe für alle Spieler. Wir haben ja schon den Modus, ist es Kill Quarter, meine ich heißt's, wo man pro Team eben bestimmte Kills machen muss, um dann wieder eine Waffenklasse aufzusteigen. So ist es hier ähnlich, nur dass wirklich alle gleichzeitig, egal wie viele Kills ihr gemacht habt, eben eine neue Waffe bekommen. Waffenspiel aus Call of Duty, ich glaube, das brauche ich nicht größer erklären. Dann hätten wir Deadhead. Das hier ist ein ganz normales Deathmatch im Prinzip, wo jedoch der Headshot belohnt wird. Für einen normalen Kill bekommt ihr einen Punkt, für Headshots 2 und Headshots sind deutlich einfacher zu machen als Personenkills. Wenn ihr einfach auf den Körper schießt, dauert das ziemlich lange, bis eure Person down ist und das ist eben nur der Fall,
wenn ihr auf den Körper trefft. Wenn ihr auf den Kopf trefft, geht es deutlich schneller. Dann hätten wir Sumo Crush, auch ein neuer Modus. Im Prinzip ist es wie normales Sumo. Ich sehe da jetzt nicht so einen riesigen Unterschied. Ja, kennt jeder. Muss man nicht zu viel zu erklären. Und dann hätten wir noch Friendly Fire. Einen Gegnermodus oder ein Deathmatch, was ich absolut nicht verstehe. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe keine Ahnung, was Rockstar Games damit bewirken wollte. Denn wenn ihr eure Gegner killt, ganz normal, gibt es einen Punkt. Wenn ihr eure Teammitglieder killt, gibt es aber zwei Punkte. Also ein Bonuspunkt dafür, dass ihr eure Teammitglieder killt. Hat irgendjemand von euch den Sinn davon verstanden? Weil ich auf jeden Fall nicht. Also ich finde, den Modus hätten sie weglassen können. Der neue Sumo-Modus, ja, ist halt normales Sumo, brauche ich jetzt irgendwie nicht nochmal. Alle anderen Modus, also Deadhead, Hot Swap, Speed Kills und Big Shot sind eigentlich alles ziemlich coole Modis, die so ihre Besonderheiten haben und auf jeden Fall Laune machen. Ihr seht ja auch hier im Gameplay, ich habe mit Leuten aus der Community zusammen das Ganze jetzt nochmal gezockt und wir waren zusammen im Discord und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und Rockstar Games, doch, da muss man ganz ehrlich einfach mal sagen, da habt ihr Modis ins Spiel gebracht, die einfach mal wieder Spaß machen zu zocken. Wenn du auch mal mit Leuten aus der Community oder mit mir zusammen zocken willst oder hier auch ins Gameplay reinkommen möchtest, dann komm doch gerne auf unseren Discord-Server. Einfach bei der Suche bei Discord, egal ob am Handy oder am PC, bei Entdecken einfach Julex eingeben. Da kommt unser Server, kurz eben akzeptieren, dass ihr dem Server beitreten wollt, euch verifizieren und bam, seid ihr schon Servermitglied und könnt eben mit uns zusammen zocken. Also sehr, sehr nice, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Neben den 18 neuen Jobs hat Rockstar Games auch den Rockstar Editor geupdatet. Dort haben wir jetzt nämlich die Option, auch diese neuen Jobs selber zu erstellen. Wir können zum Beispiel jetzt endlich Sumo selber erstellen. Das ging ja vorher nicht, oder beziehungsweise nur mit ein bisschen Tricksen. Also auch das sehr, 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 sehr nice. Rockstar Games, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Welcher von den 6 Modis hat euch persönlich am besten gefallen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wenn ihr selber einen der neuen Jobs selber neu erstellt habt jetzt im Editor, dann schickt mir doch gerne mal einen Link davon. Wir haben im Discord dafür ein extra Forum angelegt, wo ihr eure Links reinpacken könnt und mit etwas Glück zocken wir das Ding vielleicht am Sonntag im Livestream. Wäre doch eine coole Sache, mal ein paar Community-Jobs zusammen zu zocken. Insofern, Freunde, geht auf unseren Discord, erstellt ein paar Jobs und schickt uns die Links. Ansonsten war es das jetzt auch schon wieder mit dem neuen Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne kostenlos einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und lasst kostenlos ein Like da, um den Kanal zu supporten. Support ist kein Mord, euch kostet nur ein paar Millisekunden und mir hilft es wirklich weiter. Insofern, wir sehen uns im nächsten Video bzw. Stream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.